Da gibt es natürlich einige von Muskelanspannung, dass man einfach tagsüber wie angespannt ist, man knirscht mit den Zähnen, man hat Magen- und Verdauungsprobleme, weil einfach Schlafmangel auch Stress ist für den Körper. Und deswegen, wenn man im Stressmodus ist, ist das wie ein Signal für den Körper, okay, ich muss jetzt alles ausscheiden, um wirklich mich auf die Stresssituation zu fokussieren. Es gibt ein erhöhtes Risiko für Herzprobleme, Diabetes, Schlaganfall, Gedächtnisprobleme, geringere Leistungsfähigkeit im Sport und auch geringere Sexualhormone. Und auch bei Frauen ist es oft so, die sehr, sehr unter Stress stehen, dass sie zum Beispiel keine Kinder kriegen können. Und das hängt auch sehr viel mit Stress zusammen. Und wenn man Schlafprobleme hat, natürlich auch damit. Also guter Schlaf beginnt am Tag. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch am Anfang, aber als ich noch in der Tourismusbranche gearbeitet habe, Vollzeit, aber es hat sich eher angefühlt, als würde ich für zwei arbeiten, dachte ich immer, ja gut, wenn ich mich abends ins Bett lege und so einen schlimmen Tag hatte, so viel Stress hatte, dann muss ich doch gut schlafen können, weil ich erschöpft bin. Aber so einfach ist es nicht. Es gibt die Menschen, die können immer schlafen, die kennt ihr bestimmt auch. Und wenn man mit neben denen einschläft, ist es dann noch schlimmer, weil man denkt, warum kann ich nicht schlafen, wenn die andere Person doch genauso viel Stress hatte. Aber die Sache ist die, dass wir wie so einen Grundstein legen müssen, tagsüber Pausen einbauen müssen. Und da gehe ich nachher später darauf ein mit den Tipps, wie ihr dann wirklich den Grundstein perfekt legen könnt für guten Schlaf in der Nacht.